Was kannst du zum Schluss noch sagen? Was kommt auf uns zu jetzt von den Energien die nächsten Wochen? Ich wollte zwei Dinge sagen. Zum einen etwas Positives im Sinne von dem, wie wir die Dinge häufig empfinden, ist das, was ich hier gesagt habe, natürlich weiß Gott nicht positiv, sondern es macht uns Angst und belastet auch sehr viele. Und das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Und du kommst in diese Phase, in der diese Konfrontation dich auch schmerzhaft aus dieser kindlichen Vorstellungswelt hinaus befördert. Wir haben über das Thema Kinderwelt schon gesprochen und ich würde wirklich es toll finden, wenn sich diejenigen, die das Video noch nicht angesehen haben, es sich anschauen, weil man sich so schön selber darin erkennen kann. Und bei den alten Kulturen, in denen es beispielsweise Rituale gab, um aus der Kinderwelt das Kind in die Erwachsenenwelt hinüberzubringen, war das immer ein schmerzhafter Prozess. Häufig für uns sehr archaisch und brutal anmutend. Ja. Und dieses Heraustreten ist ein solcher Prozess, eher einer Geburt vergleichbar und scheint im Moment sehr schmerzhaft zu sein. Aber, und das ist das, was ich durchaus als positive Aussicht mit im Gepäck habe, das, was jetzt in Gang kommt, in dieser hohen Geschwindigkeit und was jetzt sichtbar wird, muss jetzt einfach als Wecksignal da sein. Aber es trägt eben in unserer polaren Wahrnehmung auch immer die andere Qualität im Gepäck. Das, was du hier so siehst, zeigt dir auch, dass auf der anderen Seite genau das Gleiche nach oben kommt, an Positiven, wenn du das so nennen magst. Auf die Art empfinden wir die Dinge eben. Ja. Und alles hat seine Ordnung und muss in dieser Form so absurd werden, damit es verstanden werden kann. Nimm es also als Hinweis dafür, dass die Dinge sich in die richtige Richtung entwickeln und jetzt eben erkannt werden können, auch wenn die es erkennen, ja, in Bereiche hineinführt, die man am liebsten verlassen würde. Aber wie du sagst, wir verlassen die Kinderwelt durch einen schmerzhaften, möglicherweise könnte man sagen, Mannbarkeitsritual oder war es früher, aber eben durch einen Prozess, der schmerzhaft scheint, aber dann vielleicht wir Erwachsene auch mit dem Leben umgehen können. Viele erleben diesen schmerzhaften Prozess ja jetzt auch schon äußerlich sehr dramatisch. In Spanien beispielsweise ist die Zahl der Zwangsenteignungen unwahrscheinlich angestiegen, um hunderte von Prozent. Und auch in Portugal wird es immer problematischer. Spanien ist die große Herausforderung. Ich denke, auf dieser Ebene ein Stück weit muss man nicht ein Hellseher sein, um zu vermuten, in den nächsten 30 Tagen, in den nächsten 40 Tagen wird Spanien ein ganz großes Thema werden auf der Ebene. Lass uns mal schauen, ob das so ist. Jedenfalls dort passiert schon vieles und wird sehr schmerzhaft erlebt, auch in Griechenland. Und auch in Italien zeigen sich die Leute gegenseitig an, weil sie keine Quittung ausstellen, weil ein Herr Monti, derjenige, der einer amerikanischen Bank früher in einer amerikanischen Bank ausgebildet worden ist, dann als EU-Kommissar, ohne gewählt worden zu sein, die entsprechenden Vorgaben macht. Das ist doch das, was wir sehen können, was so wichtig ist, dass wir das durchschauen können und uns einfach verweigern. Es muss gar nicht zu irgendeiner Revolution kommen, in der wir über einen politischen Prozess oder auch durch Proteste, sondern einfach nicht mehr mitmachen. Nimm nicht alles hin, gib da keine Energie hinein. Wenn wir nicht mehr zur Arbeit gehen würden, würden keine Steuern mehr zahlen. Es ist keine Frage von Tagen, sondern von Stunden. So wenig Substanz hat dieses System. Und das ist der wesentliche Aspekt. Du stützt es mit, ob bewusst oder unbewusst, du stützt es auch mit in dir, indem du deinen Gedanken und deine Ängste und deine Sorgen mit so viel Energie versorgst. Das ist das, was parallel oder auf dieser Ebene dafür steht. Geh mehr in deine eigene Qualität, sei mit dir im Reinen und auch mit dem, was du jetzt bist. Und gebe nicht der Vorstellung nach, du müsstest etwas werden, sondern du bist jetzt so, wie du bist, ganz richtig. Und wenn uns das bewusst wird, und das ist der ganz große Prozess, dann kommen die Dinge in Gang.